Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute für unsere liebe Rosi hier einen schönen Stall bauen. Zumindest mal probieren, ob wir das auch zusammenbringen. Piper, du hast mal Urlaub, wenn du möchtest, also kannst du machen, was du gerade möchtest oder Bock drauf hast. Ich denke mal unter Strukturen. Ja, mal das finden. Ah, da ist Stall. Tja, ich glaube schon. Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Ja, sicher. So, also Stall. Fertighäuser. Wir können auch selber was zusammenschustern. Türen, sonstiges. Was haben wir denn da noch alles? Pfosten? Okay. Toilettenhäuschen? Nee. Echt, wa? Ist ja cool. Toilettenhäuschen, da wird das richtige Plumpsklo, ne? Ja, das ist ja schön. Nur die Tür, das ist perfekt. Da kann nie dicke Luft sein. Auweia. Na fein. Wir werden... ich werde mal schauen, was es da bei den Fertighäuschen so gibt. Aha, da haben wir... Fertighäuser, was bist denn du? Du bist nur das Dach, oder? Boah. Weil da, ehrlich gesagt, kann, glaube ich, nicht wirklich was drunter leben, oder? Ja, ja, das ist das Dach gemeint. Mhm. Alles klärchen. Dann schauen wir mal. Wie schaut denn so ein fertiges Drum aus? Ja, oder? Hm? Schlecht ausschauen tut's ja nicht. Schau, wenn wir das so herklatschen können. Oder warte, wir fangen wir vielleicht von ganz hinten an. Oder wie... Puh, wie soll ich das denn machen? Hm, oder Eigenbau. Da hätte man nämlich nur die Wände. Hm, da könnte... Also da können wir uns jetzt richtig austoben. Böden. Warte mal, was bist du für ein Boden? Ach so, ein zweites Stockwerk quasi. Boden. Also nur so ein Gitterboden, ne? Ja, das weiß ich nicht. Das kann man vielleicht für oben verwenden, aber für die Kuh wäre es schön, wenn sie einen Holzboden, glaube ich, hätte. Das ist, glaube ich, angenehmer zum Stehen. Schauen wir nochmal, wie schaut hier das Fertigdingens aus? Ist das ein Holzboden? Schaut aus wie ein Holzboden, ne? Ich meine, wir können es ja eh mal probieren, ne? Hier einfach so, ne? Mit Eingang. Also sprich, die waren immer so, ne? Ich probiere es einfach jetzt mal. Bäm. Sind wir einigermaßen gerade? Schaut die gar nicht so schier aus, oder? Da mit einer Tür. Oder ich könnte das Ganze auch drehen. Das da hinten quasi... Oder schau, das so schräg. Hier könnten wir ja auch eine Tür reinmachen. Und da nehmen wir einfach den Zugang für die Rosi. Oder ich lasse es so... Hm. Oder wir lassen es einfach so. Gibt es hier auch Türen? Jupp. Gibt es. Passt da die Tür? Ja. Haben wir da was Hübsches? Tür? Ich weiß nicht so recht. Gibt es nichts? Würde ich sagen. Hm, die hier, oder? So, oder? Schaut ja zu schier aus. So, dann haben wir hier die Tür. Jetzt wäre es fast schön, wenn wir hier die Wand wegreißen könnten. Wir können da wirklich einen Riesen drum bauen. Weißt du was? Ich lade das nochmal neu. Einlagern? Ich weiß nicht so recht. Oder wir lassen das extra so. Und ich mache hier nochmal was extra. So ein zweites Ding mit einer Wand. Ist aber auch doof, oder?
Wie wird's denn... Ja, ich weiß jetzt, ich spinne schon wieder rum, ne? Wie wird's denn ausschauen mit solchen Wänden? Da können wir echt x-beliebig groß den ganzen, das ganze Zeugs machen, ne? Fenster etc. hätten wir ja genügend. Weißt du was? Entschuldigung. Ich bin so frei. Ich lade das jetzt nochmal neu. Ich weiß, ich bin schlimm. Ich weiß, ich verdrödel Zeit, aber ich mag das Bauen. Ich mag das Bauen und ich will euch ja das Baumenü auch ein bisschen näher bringen. Das gehört ja zum LP auch dazu. Und wir werden das selber zusammenschustern. Ganz einfach. Dazu machen wir jetzt nochmal V. So ist gut. Struktur. Und den lieben, ja, Stall. Und dann fangen wir an mit dem Boden. Nur ein ganz normaler, stinknormaler Boden. Ich würde sagen, wir fangen mit dem... Wow, um Gottes Willen, das wollte ich so jetzt nicht haben. Wir fangen mit dem ganz normalen, stinknormalen Boden an, wollte ich eigentlich sagen. Mal so. Ich muss das erst anpassen, damit es auch richtig steht und sitzt und passt. Bisschen... Nein, so. Kann ich ein... Ja. So ist fein. So kann ich das besser angleichen. Ich würde sagen, so. Es wird jetzt wahrscheinlich zu 100% kerzengerade sein, ne? Aber es soll schön werden. Also unsere liebe Rosi soll sich hier drin wohlfühlen. Fühlen. Der Rest hängt sich hier quasi eh gut von selbst dran. Und hier müsst es genau... Boah, das geht sich gut aus. Ein bisschen ist es überlappend. Man sieht es hier. Kann ich da noch was machen? Warte mal. Ja, da könnte ich noch ein kleines Stück rausrücken. Na komm. Ach so, da muss ich... Warte mal kurz. Da muss ich den einen Boden da wegtun. So, jetzt tut's gehen. Kann ich mir trauen, noch ein kleines Stück da rauszugehen? Wah. So vielleicht? Hui. Und wie schaut's da jetzt aus? Viel verrutscht? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist halt echt schwer, sage ich schon fast mal. So. So. Vielleicht. Ist halt echt schwer, ne? Weil, jetzt bin ich komplett verrutscht. Super. Das habe ich echt super hinbekommen. Kann ich mich nur selber loben. Da muss man halt ab und zu wirklich mit der Maus ein bisschen nachhelfen und angleichen. Ich glaube, jetzt bin ich komplett verrutscht. Ich stehe schon wieder drüber. So. Dann hier prüfend. Oh, schaut. Na, das kannst du vergessen. So geht das nicht. So vielleicht. Herrschaftszeiten, ja. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht zu 100%. Da kann man sich bemühen, wie man möchte. So. Zu 1000%ig wird es nicht zu 100% gerade. Verstehst? Zu 1000%ig nicht 100% gerade. So. Jawohl. Warte mal. Und... Ja, passt schon, oder? Scheiß der Hund drauf. So, nächste Platte. Also Bodenplatte. Achso, warte. Warte. Die zuerst. Tschang. Und die nächste. Jawohl. Ach, das geht schon gut. So, Katschang. Katschang. Die nächste. Katschang. Katschang. Katschang und Katschang. Wieder vorne. Nehmen wir jetzt da. Geht sich das mit dem? Nein.
Dann lasse ich hier eine kleine so, Räusperhüstelchen. Eine kleine Stufe. Ja. Die lasse ich hier, damit man hier quasi den Eingang hat. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich das meine. Hier eine kleine Stufe eben, damit unsere Kuh da nicht zufällig irgendwie glaubt, das wäre eine Wand oder so, dass sie da auch rein kann. So, jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Teil. Was haben wir hier noch alles? Dächer, Türen und sonstiges. Jawohl. Also, als nächstes haben wir die... Nein. Pfui. Nein. Pfui. Die Wände. So. Das bietet schon zu wenig Schuss. Das ist eine Innenwand eventuell maximal. Ja, sowas mit Fenstern kann ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt. Was ist das eigentlich? Eine Trennwand wahrscheinlich, ne? Eher. Mal ein bisschen drehen. Ich stelle es mal so hin. Dann kann man es gut. Na, so, da kann man sie gut anschauen. Ich weiß nicht recht. Na, boah, das ist ein Loch. Das schaut aus, wenn ein Bär rein durchgebrochen wäre. Ich denke mal, diese sind dann oben fürs Dach, ne? Kann ich mir halt vorstellen. Ja, das schaut alles aus, als wenn es fürs Dach wäre. Gut, wir müssen uns dann für sowas hier entscheiden. Oder wir dürfen uns für sowas hier entscheiden. Mir persönlich gefällt die Wand hier am besten. Mal für den Anfang, so viel zwischendrin. Würde ich jetzt mal... Dann würde ich sagen, machen wir einmal so mittig. So, hier auch. Sowas und auch hier mittig. Einmal. Zweimal. So würde ich es mal machen. Hier auch. Dass man schön viel Licht hat. Und hier. Oder hier im Eck. Schaut das geschissen aus? Da so im Eck. Da wird es mir fast hier so irgendwie besser gefallen. Wäre hier so im Eck. Ich würde es fast hier im Eck machen. Oder warte mal. Was haben wir denn noch? Das ist einfach nur quasi ein Durchgang. Das schaut, glaube ich, gut aus. Machen wir mal. Ich probiere jetzt einfach mal. So. Katschang. Auch hier im Eck. So. Und so. Katschang. Huch, passt das dann so überhaupt? Ich hoffe. Katschang. Und auch hier. Katschang. Und auch da. Hier im Eck. So ist fein. Und einmal noch. Perfekt. So, dann haben wir schon mal die Grundmauern. Da ist irgendwie ein Loch dazwischen, das gefällt mir nicht. Aber ich fürchte, das geht fast nicht anders. Das dürfte schon so passen. Na hopp. Warte. Bäm. Ich nehme dich mal kurz raus da. So. Dann kommst du wieder ins Spiel. So, vielleicht klebt er hier an. So. Ja. Und? Ist besser? Nein, das ist so. Alles klar. Ja, muss, wie gesagt, muss nicht alles immer hoch. Immer kerzengerade sein. Ist ja wurscht. Hauptsache, es ist dann hier drin schön trocken. Dann, hier wäre noch gut eine Wand. Weißt was? Da wäre gut die hier. Oder weißt, da nehme ich noch eine. Warte. Mit Fenster. So, die hier würde ich meinen. Hierher knallen. Ja, ja. Kommt die Kuh da rein? Das ist so eine Frage, ne? Also hierher, das da mal. Und so, perfekt. Nein, Spaß natürlich. Ich hoffe mal, dass sie da... dass sie dann hier so rein kann. Wobei es wäre vielleicht echt besser, wenn wir das hier so offen lassen würden.
würde ich meinen. Dann können wir Beton, nein, Stall, das hat schon gepasst. Wände, Dächer, würde ich meinen. Klebt das hier oben an oder muss ich, nein, warte mal. Da hätte sich gerade was getan, tatsächlich. Ein Loch im Dach, ich weiß nicht so recht. Was sind denn das jetzt alles hier eigentlich für Dächer? Ja, so mit Stütze wird mir ehrlich gesagt gut gefallen. Das ist, denke ich mal, fürs Eck. Das ist einfach so, dass man eine Etage höher kann. Aber ich will eigentlich... Will ich ein zweites Stockwerk? Wenn ich ein zweites Stockwerk möchte, dann aber kein großes. Dann nur so, dass man sagen kann, da oben wäre jetzt ein Kornspeicher oder so, der von außen begehbar ist. Also ich würde mal meinen, einmal, zweimal, dreimal und viermal. Ist das groß genug? Wird das was gleich schauen? Oder ich mache hier nochmal eins. So. Und so. Dann haben wir hier nämlich quasi ein Dach drüber schon. Ich hoffe, das schaut nicht zu dämlich aus. Und dann können wir da oben, kann ich da oben schön quasi unsere Ernte, die wir da hinten von unserem Feld haben, darauf tragen. Das Heu können wir hier runterschupfen. Ja, das erinnert mich an zu Hause. Die guten alten Zeiten, wie es immer so schön heißt. Wobei, ich könnte eigentlich komplett zumachen oben auch, ne? Zumindest noch eine Reihe drüber. Und hier könnte ich trotzdem das Futter noch runterschmeißen, aber... So könnte man die Kühleins, also die Kulis, besser beobachten. Wäre auch nicht schlecht. Ich kann sie immer noch dazu bauen, ne? Ich lasse es einfach mal so. So. Dann brauche ich eine Treppe. Die muss von außen. Also hier. Da so rauf. Nein. So. Die hätte ich gern hier so irgendwie. Falls möglich. Aber es schaut gerade aus, als wenn es gar nicht funktionieren würde. Hier wäre sie kurz mal grün gewesen. Hm, da könnte ich aber auch... Warte mal kurz. Dächer, das war jetzt wieder beim Dach dabei, ne? Ja, brauche ich jetzt... Nein, hoppla, Entschuldigung, so. Das hier, kann ich das da oben auch anklipsen? Geht das? Ja. Ja. Und jetzt probiere ich es mal. Nein. So, jetzt aber. Ob ich es jetzt hier ranbringe. Es ist immer kurzzeitig ein bisschen grün. Vielleicht sollte ich hier auch hier unten sicherheitshalber noch einen Holzboden machen. Das schaut nicht besonders hübsch aus, ne? Nein. Keinen Boden. Toll, wer das hier anklipsen möchte, ne? Naja, warum aber eigentlich nicht? Vielleicht nur so. So ein kleines Ding. Ich würde sagen, probieren wir es mal hier. Oder machen wir es so, wie es gehört. So groß. Da vorne wäre schön. Wenn es da anklipsen könnte. So. So. Warte mal. Ob das so geht? Jetzt? Nein. So. Ja, ich glaube, jetzt geht's. Jetzt wird's gehen. Zumindest von der Seite hier schon mal. Okay.
Das heißt so. Und so. Dann so. Und jetzt vielleicht. Ah ja. So. Hallo? Grün werden du sollst. Hallo? Lol, gerade vorhin hat es hingehauen, ne? Und jetzt will er wieder nicht. Hallo? Bitte funktioniere. Hallo? Probieren wir es einmal. Dann probieren wir es halt einmal so. Vielleicht kriege ich es irgendwie hingeschustert. Oder warte. Ach Gottchen, nehmen wir das mal. Vielleicht geht es jetzt besser. So, nimmst du es jetzt? Ja. Jetzt tut er mal was. Dann, huch, nehmen wir das da. Und, geht das? Gib's da an. Halt. Na, ja. Ja, ja, es funktioniert. Es funktioniert. So, schau mal. Und da können wir schön zu unseren Viechleins runterschauen. Ja, super. Läuft. Klappt. Nur hier, die Stufe geht mir auf den Nerv. Kann ich da Böden? Wenigstens sowas noch drunter? Na, das gibt halt immer an, ne? Eine Babytreppe, so eine kleine Ministufe wird es halt nicht geben, eher, ne? Doch, es gäbe da tatsächlich so was Kleines, aber das geht da nicht. Ist ja nicht schlimm, da müssen wir halt einmal hüpfen, bam, und dann kommen wir schon da oben rauf. Juhu, schön. Das heißt, wir können bei den Wänden weitermachen. Da wir jetzt hier aber eine Erhöhung haben, war, Gottes Willen, werden wir hier dann ausnahmsweise so weitermachen müssen, dass wir noch eine Etage höher bauen und dann da oben erst das Dach hinknallen. Jetzt können wir es da oben auch ein bisschen schäbiger ausschauen lassen, wenn wir möchten. Ich muss jetzt nur schauen, da muss ich jetzt nochmal runter. Ich muss nur schauen, wo sind denn jetzt die Fenster? Da. So. Da lassen wir es ein bisschen schäbiger ausschauen. So. Ist immerhin alles kaputt hier, ne? So. Ja, genau. Schön Durchzug, dann kann da oben nichts schimmeln anfangen. So. Dann hier drüben. Würde ich sagen, nehme ich die da. So. Quatsch. Und ein zweites. So. Na, geht sich das aus? Wird er das nehmen? Muss ich rauf wahrscheinlich. Klapp, da, klapp, klapp, klapp. Okay, klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Geht er jetzt? Klapp, klapp. Na? Vielleicht wenn ich da drüben. Warte mal. So, so. So, da kann ich ja auch eine kaputte nehmen. Klapp. Vielleicht klappt er hier jetzt leichter an. So. Nanu? Jetzt muss ich nur schnell drehen. Hoppala. Ah, ich Trottel, ne? Ich habe die Wände verkehrt gebaut. Haha! Merke ich auch gerade. Es gibt natürlich auch eine Innenseite. Ich Idiot. So. Ja. Ist so. Da. Innenseite. Halt. Innenseite. Innenseite gut. Da, schau, Innenseite. Obwohl, schau. Die stimmen, glaube ich, wieder. Die habe ich wieder falsch gemacht.
So gehören sie hin. Innenseite. Hat das hingehauen? Yep. Oder ist das die Außenseite? Käse. Nee, oder? Das ist schon die Innenseite. Ich glaube, ich baue es verkehrt. Nee, das passt schon so. Das passt, glaube ich, schon so. Das ist die Innenseite. Ich nehme es jetzt als Innenseite und Punkt. So, innen. Ich glaube, hier ist es auch innen. Und da ist es, glaube ich, ist es auch innen? Ja. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Passt. Das lassen wir, wie gesagt, noch ein bisschen offen. Ja, ja. Das schaut schon nicht so schier aus. Ja, ja. Das passt schon so. Auch hier kommt so eine Wand mit Fenster. Da können wir aber ruhig mal so ein schönes nehmen. So. Klick, klick. Perfekt. So, dann können wir hier wieder kaputte Wände nehmen. Warte, die hatten wir schon. Die da, die geht gut. Ja, sehr schön, Level up. So, können wir hier, geht sich hier auch aus? Hm, zum Klippen eher weniger, ne? Willst du hier anklippen? Nein, noch nicht. Müssen wir ein bisschen warten. Also warten, anders bauen vielleicht. So, ich werde hier... nehmen wir hier eine ganze Wand. Nein, warte. Nehmen wir hier eine kaputte, die hier. Und da drüben nehmen wir eine ganze Wand. Nein, die hätte ich gern hier so. Ach komm. Na, jetzt falle ich runter auch noch. Super. Super gemacht. Gibt's nichts zum sagen. So, ja. Ja, ja, da klebt's schon schön. Und hier auch nochmal. Bitte. Merci. Und hier möchte ich gerne... sowas haben. Geht das auch noch? Geht das auch noch? Ich glaube, da tut sie was. Da schau mal her. Und wir können das super die Stiege runter. Wie das gut funktioniert. Nur hier schaut scheiße aus. Oder? Schaut das kacke aus? Da wäre so eine Turmart schöner, ne? Und da oben als Dach. Ich glaube, ich weiß schon. Ich glaube, das machen wir so. Da kann sie auch ruhig kaputt sein, da unten. Ich klebe das mal so an. Das kann ja ruhig kaputt sein, da unten. Das ist ja komplett wurscht. Es muss ja oben stabil sein. So. Sollte. So. Jawohl. Boah, das hängt so schier in der Luft. So. Mal schauen, ob ich da irgendwas tricksen kann. Nein. So. Ich will da jetzt, dass es nicht anklebt. Aber es wird anklippen, ne? Da habe ich ja überhaupt keine Meter. Das schaut echt schier aus. Gefällt mir nicht, dass es so in der Luft schwebt, alles zusammen. Aber es liegt halt auch, weil ich das halt hier auf dem Sockel da gebaut habe, hier, ne? Ich baue das mal so. Vielleicht geht sich drunter noch was aus. Warte mal. Ich probiere jetzt was. Nur für den Augenblick. Wird das hinhauen? Nicht wirklich, ne? So, weg. Warte. Dich hau ich weg. So, mal schauen, ob es jetzt gehen würde. Boah, ich sehe nichts. Schau, wie das sofort anklebt, ne? Ich probiere es mal... Warte. Ich probiere es mal so.
So, kann ich, gehe ich jetzt so langsam? Ah, jetzt geht's. So. Nein. Warte. Dann noch das weg und das weg. So, jetzt aber. Hoffentlich. Gib's jetzt nochmal an. Ich schimpf mit dir. So. Schön darunter. So, vielleicht. Wie gesagt, das wird halt nicht zu 100% passen. Aber es schaut, glaube ich, nicht so blöd, also nicht so blöd aus. Ich hoffe es halt. So. Wieder schön hinbauen. Die Wand war, glaube ich, hier. Huch. So. Die Wand war, glaube ich, hier. Dann haben wir... Die Wand war hier. Achso, warte, zuerst der Boden. Ich hoffe, das klappt an. Ja! Ihr seht es ja, ne? Es ist nicht ganz 100% schön. Aber ehrlich gesagt, ist ja wurscht. Es steht ja auch nicht alles zu 100% so drauf. Und es soll ja nicht es muss ja nicht 1000%ig hübsch sein. Das, wie gesagt. So. Es soll nur nicht allzu dämlich ausschauen, finde ich halt. Was ist das? Wo kommt die Platte jetzt her? Hm? Habe ich da eine jetzt aus Versehen zu viel gebaut? So. Schaut hier echt nicht schlecht aus. Da können wir auch noch was reintun, wenn wir wollen. Ich finde echt, das passt. Dab, 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 dab. Sehr schön. Da oben passt auch alles, finde ich. Wow. Fein. Dann können wir auch schon weitermachen mit der Wand. Der Wand, der Wand, der Wand, Wand, Wand. Der Wand, Wand, Wand. Lalalala. So, ja. Auch hier kommt noch ein Fensterlil rauf. Huch, ich muss da mal runter. So. Ja, können wir ruhig ein kaputtes nehmen. Tschack, tschack, tschack. Ich würde sagen, so richtig kaputt können wir da oben ruhig machen. Streng gesehen passiert da nichts. Ich hoffe es halt. Hier nehmen wir vielleicht so eins wieder. Da drüben, dass es nicht ganz so katastrophal ausschaut. Nehmen wir mal ein schöneres. Und hier vielleicht auch. Hm? Oder? Das da. Hm? Ja. So. Perfekt. So. Dann gehen wir wieder rauf. Mir gefällt's. Ich tu mal speichern. Weil es gerade so super lief. Würde ich sagen, hier hin. Schaut ja echt nicht schier aus. Ich finde, es schaut nicht schier aus. So, V. Gut, wir... Hoppala, das wollte ich nicht. Das war der falsche Knopf. So, wir gehen jetzt die Dächer an. Nein, Entschuldigung. So, jetzt aber. Also, die Dächer. Wie sollen die sein? So, viele haben sie so schräg, ne? Wenn wir es so machen... Ich glaube nämlich, ich müsste die hier drehen. Vielleicht sogar die hier drehen. Auf so. Kann ich mir vorstellen, dass wir die Ecken so haben. Mir persönlich würde es echt gut gefallen. Aber ich sehe gerade, wir haben auch so ein Dach. Mal anschauen, was wir denn überhaupt alles haben. Aha. Hoppala. So. Aha. Für die Mitte. Das ist auch so ein Eck.
Okay, da können wir noch ein Stockwerk, wenn wir möchten. Und das kommt eben ganz zum Schluss. Wird das da oben rauf passen? Tatsächlich. Nur jetzt ist die Frage, gehört das, glaube ich, so, ne? Ist das so richtig? Ich denke schon, oder? Okay, da haben wir... Ja, eigentlich... warte mal. Wenn ich da jetzt aber... Da bräuchte ich fast das hier. Weil es geht, es steigt ja noch. Das wäre besser. Das wäre besser, weil es steigt hier noch. Und erst hier ist die Mitte... Und da fällt es dann wieder, ne? Wir haben hier ja drei. Eins, zwei, drei. Das muss ich fast gleich schauen. Und da gehört dann auch die Wand hin. Ja, ja. Dann haben wir da... Ich will es auf jeden Fall dicht haben. So. Klipp, klipp. Also eigentlich müsst ihr so... Wow. Anklippen. Ja, warte, da war es gerade. Huch. Jawohl. Jawohl. Komm schon, geht schon weiter. Jawohl. Da drüben geht es vielleicht auch nochmal. Ja. Sauber. Und dann andere Richtung. So, hoffentlich falle ich nicht runter. Jawohl. Dann ein Stückchen zurück. Jawohl. Nein, warte. Mittig kommt was anderes. So, und hier nochmal, wa? Langsam. So, passt. Sehr gut. Und jetzt da haben wir die Spitze. Normalerweise denke ich mal, entweder sowas. Huch, geht das? Schau mal. Wird das anklippen? Nein, keine Chance. So, oder? Warte, so. So? Passt das noch? Nö, oder? Das ist nur für eine Ecke, ne? Jetzt ist die Frage, wie stellen wir das an? Wie schaut es mit dem aus? Nein? Das hier? Ich glaube, das will alles nicht, ne? Das passt alles nicht zurecht. Hier? Das hier irgendwie? Nein. Ich suche da was Eigenes für die Mitte, nehme ich. Oh, das hier? Geht das hier irgendwie? Nö, oder? Da müsstest du fast eine Wand machen, ne? Warte mal. Oder ich mache es eh schon komplett verkehrt. Verkehrt schaut nicht aus. Also zumindest wirklich nicht komplett verkehrt. So. Wo war das denn am Anfang? Da war es ja irgendwann mal, war es ja grün. Hier bei sowas. Da geht es scheinbar dann wirklich nur gerade. Machen wir es halt gerade, oder? Bitte. Haben wir nichts dagegen. So. So. Vorsicht, nicht runterfallen. Passt. So ist fein. Huch, da fällt mir nur gerade ein, ich habe da, genau da oben, ne? Da wollte ich das eigentlich draufsetzen. Warte mal. Ich tue das mal... Tja, warte mal, nur zum Probieren. So.
Da wollte ich nämlich diesen einen Turm raufsetzen. Und zwar den da. Wie sieht das aus? Klebt das an? Jo, das wird gehen. Wow. Ja, so. Aber das schaut nichts gleich, ne? Da müsste ich nochmal... Warte, da habe ich schon wieder eine Idee. Wand. Ich brauche die kleineren Wände. Mit... Ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Das müsste kippen. Auch hier. Na komm. Klipp und auch hier. Bitte. Na los. Na, so nicht. Also spielen wir es mal so. Jawohl. Genau so wollte ich es haben. Und jetzt da. Da raus. Und bei den Techern das da draufsetzen. Probieren. Oder ist das vielleicht sogar zu nied... Nein, nein, das nimmt er schon. Er würde es nehmen, wenn ich gut stehen würde. Also vielleicht so. Ja! Boah, Shibiki, das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Und dann hier noch zumachen. Also die Wand brauchen wir jetzt nochmal. Und zwar diese schrägen, diese komischen. Sowas wie das hier. Jetzt muss ich nur schauen, das wird passen. Hierfür. Huch. Komme ich da hoch? Bah. Geht das so? Nein, das wird eher da anklipsen. Ich muss es von oben drum probieren. Und die tue ich da mal, das Dach tue ich einfach mal ins Lager rein. So. Taps, taps, taps. Oha. Ob ich da noch rankomme? Hm. Warte mal. Ich borg mit dich kurz aus. So, tap, 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 tap. Als Überbrückung. So, irgendwie klappt das nochmal. Jawohl. So, tap, tap, tap. So, dann nochmal auswählen. Drehen. Oder nicht drehen. Jawohl, das passt. Da drüben. Wow, falle ich schon runter? Wo ist das Dach? Da. So. Na los. Drehen. Horuk. So. Oder muss da was anderes ausgewählt sein? Na? Oder nimmt das so vielleicht nicht? Warte. Vielleicht muss ich echt... Vielleicht muss ich echt so machen. Nein. So. Ne. Wann ist denn das grün? Ne, das passt ja nicht. Das ist schon das da drüben. Das müsste auch schon das... Jetzt passt er. Supi. Und hier? So, viel da oben. Bäm! Jawohl. Und hier nochmal dasselbe. Also nochmal hier. So. Horuk. Perfekt. Und wo war das? Hier. So, ja. Mei, schaut das toll aus. Ah, ich freue mich. So, Enter. Ach so, warte. Nochmal Enter. Das tun wir gleich lagern. Bitte. Ja. Sehr schön. Boah, mir gefällt's, unser lieber Stall. Dann wäre hier noch schön. Türe, sonstiges. Schau mal. Nein, so wollte ich das nicht haben. Wieder mal. Gibt es hier Pfosten? Gibt es? Toilettenhäuschen. Das stellen wir unten hin. Nein. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier vielleicht
so eine Art Zaun noch machen kann, dass man hier eben krass runterschauen kann. Aber das geht so nicht. Also hier ist nur so ein kleinen, so einen halben. Aber warte mal, vielleicht kann man hier irgendwie doch was machen. Ist das ein kleiner? Nicht wirklich, ne? Aber wäre ja eigentlich wurscht, oder? Klebt der von selber an? Nicht so wirklich, ne? Schau mal. Mag er da jetzt vielleicht? Schaut aber irgendwie komisch aus, oder? Wenn wir so einen Zaun bauen. Ein Holzzaun wäre mir lieber gewesen, ehrlich gesagt. Nein. Ich wollte da nur mal so. So ein Holzzaun wäre mir lieber. Struktur Holz. Ah, jetzt wird's. Jetzt wird's. Jawohl. So schaut's gut aus. So, ja. Warte mal. So. Huch, der Part ist auch zu Ende mit Überlänge wieder mal. Entschuldigung. Ich beeil mich. So. So. Und nein, das geht sich nicht mehr aus. Willst du mich schälen? Warum das denn? Dann halt einzeln, wenn du nicht willst. Dann mit Gewalt. So, wahrscheinlich, weil ich die Pfosten nicht gewählt habe. Aha, der geht sich noch aus. Schaut aber schier dann aus, oder? Jetzt da. Ja, okay. Meh. Das ist jetzt aber unschön. Ich wollte das so durchgehend machen. Fü-nü-nü. Naja, was soll's. Dann ist das hier also der Platz, wo wir dann den Trog hinstellen werden. Dann können wir hier quasi so symbolisieren, dass der Heuhaufen, den wir hier haben, einfach mal da runterpurzelt. So, ja. Fein. Dann beenden wir den Part für heute. Im nächsten tun wir dann nur noch schnell den Futtertrog hier herstellen. So, dann haben sie schön Sonnenlicht beim Fressen. Das ist super. Und ich hoffe dann, dass unsere liebe Rosi, dass sie sich hier wohlfühlt in ihrem neuen Zuhause. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!